Moin Moin, willkommen zu einem neuen Video von BMIK. Ja Freunde, ich wollte euch nochmal erklären oder erzählen, was ich letzt gesehen hatte, war ganz interessant, wo die so von Motorradtest.de über einige Maschinen gesprochen haben und Videos gezeigt haben, wie sie die nun fanden und so. Das sind ja immer zwei Leute, der Didi und in dem Fall dann der Volker, die drüber gesprochen hatten. Zum Beispiel, wie sie die R90 fanden, die BMW. Und da haben sie dann auch von geredet, ja, wie die Fahrweise war. Und der Didi, der war dann ganz begeistert davon und sagte dann, ja, die hätte also gutes Drehmoment von unten raus gehabt und so. Und ja, der Volker, der war irgendwie gar nicht der Meinung, dass er so viel Drehmoment unten gehabt hat. Er war eigentlich mehr davon überzeugt, dass sie obenrum ziemlich viel Bums gehabt hat. Und dann fiel mir so auf, ja, der Didi ist begeistert von Drehmoment. Und der Volker, der ist genau wie ich, ein Liebhaber von Leistung und Drehzahl, ne? Also, wie gesagt, mir fiel auf, wie unterschiedlich man das gleiche Motorrad dann auch ja, empfindet oder wie einem das, wie einem das vorkommt, ne? Der eine, der eben mehr auf Drehmoment steht, der ist dann ganz angetan von dem Drehmoment, und der andere sagt, also mir kam das Drehmoment gar nicht so dolle vor, aber die Drehzahl und die Leistung, die dann oben rauskam, die kam ihm sehr gut vor, ne? Und das ist ja dieser ewige Streit, den ich mit dem Jens von Shane Brothers habe. Dass er dann auch sagt, mein Motorrad hier, die CBR 650R, ja, die, das hat keine Leistung, obwohl sie hat 95% Leistung. Sie hat bloß jetzt nicht einen Drehmoment von 100 Newtonmeter oder sowas, sondern in Anführungsstrichen nur von 63 Newtonmetern. Das heißt, wenn du da im fünften Gang wie oder jetzt im sechsten bei 50 aufdrehst, dann zieht die nicht, natürlich nicht so durch wie eine, ja, wie, was weiß ich, eine Tuono 660 oder so. Die hat dann von unten mehr Drehmoment, dieser Zweizylinder. Das leistet meine nun nicht. Da muss ich dann einen Gang runterschalten, muss sie ein bisschen höher drehen, und dann habe ich eben auch die Leistung, die ich brauche oder haben will. Und das sind eben die Unterschiede. Ja, so die Erwartung. Der eine erwartet dann eben, ja, muss ich im fünften oder sechsten Gang aufdrehen können, und dann muss da gleich der Bums rauskommen. Ja, und der andere sagt, nö, muss nicht. Mir reicht das, auch wenn ich hier mit 50, 60 lang düse im sechsten. Und wenn ich aufdrehe, dann hat die auch genug Leistung, und ruckzuck bin ich in 2-3 Sekunden auf 100. Ne, wo es dann eben bei einer Maschine mit mehr Drehmoment ein bisschen schneller geht. Aber auf die eine Sekunde kann ich dann eben auch verzichten, und ich habe dann eben mehr Spaß dran, runterzuschalten und dann auf die mit der Drehzahl die Leistung abzurufen. Naja, war jedenfalls interessant zu sehen, wie die beiden sich da dann eben auch um das gleiche Thema gekabbelt haben, wie der Jens und ich. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein mit dem Video. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl!